Ja, die Lichter gehen an und wir fangen an. Freitagnachmittag, 19. Mai 2023. Willkommen hier in der Evangelischen Akademie in Frankfurt, mitten auf dem Römerberg. Mein Name ist Margret Fröhlich und ich freue mich jetzt wirklich sehr, Ihnen diesen Vortrag anpreisen zu können, zu dem Sie gekommen sind. Die Eintracht und die Paulskirche. Wenn man an die Paulskirche denkt, dann fällt einem nicht sofort die Eintracht ein. Aber umso erstaunlicher, dass es eine ganze Menge an Bezügen gibt. Und ich freue mich sehr, dass Matthias Thoma, der Geschäftsführer des Eintrachtmuseums hier in Frankfurt, sich bereit erklärt hat, Ihnen zu diesem Thema heute etwas zu erzählen. Sie werden jetzt eine ganze Menge hören. Allerdings haben wir uns den Nachmittag nicht so überlegt, dass es so ein Vortrag ist, wo hinterher dann Fragen gestellt werden können und, sondern Sie hören sich jetzt den Vortrag an und dann ist Matthias Thomas hier und Sie können einfach ganz unmittelbar ins Gespräch mit ihm treten, ohne so eine Frage-Antwort-Runde. Und ich darf schon mal den Blick auch da hier auf den Tisch lenken. Sie sehen, da ist auch schon der Eintracht-Pokal. Es gibt also auch etwas zu sehen. Und jetzt bin ich gespannt, was die Bezüge ausmacht. Zumal der Sport, das muss man ja auch sagen, in unserer Gesellschaft ein wichtiges Element ist, was zum Zusammenhalt der Gesellschaft beiträgt. Jetzt hören wir mal, wie das zur Zeit der Nationalversammlung vor 175 Jahren war. Ja, dann auch von mir ein herzliches Willkommen. Die Eintracht und die Paulskirche, Glückwunsch Paulskirche, ist ja ein gewagter Titel, denn wir feiern 175 Jahre Nationalversammlung und die Eintracht feiert nächstes Jahr erst den 125. Geburtstag, also 1848 kann da gar nicht so viel gewesen sein an Verbindungen, aber wir haben geschaut und haben doch einige Parallelen gefunden, wir haben einige Überschneidungen gefunden, die ich Ihnen heute mal vorstelle. Die Paulskirche als Symbol für die deutsche Demokratiebewegung. Hier trafen sich 1848 das erste frei gewählte deutsche Parlament. Viele Ereignisse fanden in diesen Voreintrachtzeiten statt. Als die Paulskirche 1789 bis 1833 anstelle der abgerissenen Barfüßerkirche erbaut wurde, wie gesagt, gab es die Eintracht nicht. 8. März 1899 gilt als Gründungsdatum der Eintracht. Und wir haben uns nicht mal in der Nähe der Paulskirche gegründet, wir haben uns gegründet in der Nähe des Hauptbahnhofs. Ich habe Ihnen mal eine Postkarte mitgebracht von der Hohenzollernstraße vom Friedrichshof. Das ist die Gaststätte, in der die Eintracht gegründet wurde. Am Weltfrauentag 1899, 8. März 1899, wir haben damals in Deutschland den Weltfrauentag noch gar nicht gefeiert, haben sich 15 junge Männer zusammengesetzt und haben die Viktoria gegründet, den ältesten bekannten Vorgängerverein der Eintracht. Wir wussten von diesen Gründervätern eigentlich gar nicht so viel. Albert Polenk, der den Verein als erster Vorsitzender geführt hat, war ein Uhrmachermeister, der aus der Gegend von Magdeburg kam. Die anderen 14 Leute lagen eigentlich so mehr oder weniger im Dunkeln. In Corona-Zeiten haben wir viele Protokollbücher gewälzt, wir haben Adressbücher online uns angeschaut, wir haben Protokolle aus dem Sütterlin übersetzt und konnten zu diesen 15 Leuten dann doch eine ganze Menge rausfinden. Und ich kann Ihnen heute verkünden, von den 15 Vereinsgründern waren 10 Fußballer, die am 18. März 1899 das erste Spiel gemacht haben. Die Viktoria hat gegen Bockenheim 4:1 gewonnen. Ja, gleich der erste Erfolg. 4 Leute waren einfach Kneipengäste, die im Friedrichshof saßen und mit unterschrieben haben, von denen einer seinen Beitrag nie bezahlt hat, Karl Kaufmann, und 2 Monate später rausgeflogen ist. Aber dieser Karl Kaufmann hat die Eintracht gegründet. Und der 15. Mann war F.C. Müller, das war Friedrich Karl Müller, das war der Kneipenwirt im Friedrichshof.
Und da sein Sohn Emil mitgespielt hat bei den Fußballern, hat er gesagt, gute Sache, dass die jungen Leute Fußball spielen, da machen sie keinen Unsinn. Und er hat den ersten Ball gespendet. Also 10 Fußballer, 4 Kneipengäste und ein Kneipenwirt gründen einen Verein, der 2023 im DFB-Pokalfinale steht. Es hat alles ein bisschen gedauert. Friedrichshof am Hauptbahnhof war damals in der Hohenzollernstraße und ich weiß, dass auch einige Leute hier sind, die gerne zu Auswärtsspielen fahren und ganz und gar keine Einrichtung wie die Paulskirche ist am Hauptbahnhof. Wenn man nachts vom Auswärtsspiel zurückkommt, bleibt einem eigentlich nur noch die Gaststätte Moseleck oder Gleis 25. Und dieser Friedrichshof war in unmittelbarer Nähe zu diesem Gleis 25, wo Eintracht-Fans heute dann ihr letztes Bier trinken. Also 50 Meter davon entfernt, Gründungsort der Eintracht. Gekickt hat man damals auf der Hundswiese. Die Hundswiese war an der Miquelallee. Wenn Sie von Höchst aus die A66 fahren Richtung Frankfurt, stehen Sie immer morgens an der roten Ampel. Links sind Wohnblocks. Wo diese Wohnblocks sind, war die Hundswiese. Da haben die Fußballer sich getroffen und es gibt Überlieferungen von Zeitzeugen, die sagen, auf dieser Hundswiese war das Fußballspielen relativ schwierig, weil Fußballspielen war noch nicht anerkannt. Es war ein Naherholungsgebiet, da gab es eine Kneipe, die Milchkur und sonntags sind Familien über die Hundswiese gelaufen, sind zur Milchkur gegangen, haben ihren Kaffee getrunken. Die Fußballer haben sich gewehrt, indem sie mit den Bällen gegen die Kinderwagen geschossen haben, damit die Leute das Spielfeld frei machen. Und die Stadt hat irgendwann freigegeben, dass man die Hundswiese absperren kann. Hier ist ein Foto, das wir im Institut für Stadtgeschichte gefunden haben. Und das ist keine Fotomontage, aber Sie sehen einen Kinderwagen und nebendran auch einen Herrn mit einem Ball, der ein bisschen kickt. Das war so das erste Fußballstadion in Frankfurt. Und die Stadt hat dann zugelassen, dass man die Plätze absperrt, man hat Seile gespannt, dann hat man den Rasen gemäht sonntags früh, das musste man auch noch machen. Dann hat man die Tore aufgebaut und um den beschwerlichen Weg mit den Pfosten und Latten zu verkürzen, man hat die Pfosten dann aus der Stadt da hochgeschleppt, Pfosten, Latten, Verbindungselemente, haben die Viktorianer irgendwann angefangen, in der städtischen Irrenanstalt am Affenstein die Pfosten und Latten zu verstecken. Die wurden also sonntagsabends nicht mehr in die Stadt geschleppt, in die Irrenanstalt gebracht, da und hinterlegt und in der nächsten Woche wieder geholt. Also heute städtische Irrenanstalt, das Universitätsgebäude. Und da gibt es jetzt gleich einen ersten Zusammenhang. Denn die städtische Irrenanstalt, die zeitweise Materiallager der Eintracht war, hatte in der Zeit vor der Eintracht um 1833 einen Prediger. Und der Prediger in der städtischen Irrenanstalt, das war der Pfarrer Anton Kirchner. Anton Kirchner war evangelischer Pfarrer und er war der Mann, der am 9. Juni 1833 die Einweihungspredigt in der Paulskirche gehalten hat. Also der Prediger der städtischen Irrenanstalt hat die Einweihungspredigt in der Paulskirche gehalten. Und selbst Johann Wolfgang von Goethe hat über ihn berichtet, man sieht es jetzt nicht so genau, er war relativ füllig. Johann Wolfgang von Goethe hat über Kirchner berichtet: Kirchners Kopf passt nicht zu seinem Rumpf und Leib. Schleppte er nicht an letzterem eine so große Last herum, so würde er noch viel mehr Teufelszeug machen, noch viel lebendiger sein. Er ist ein kluger Schelm, der klügste in Frankfurt. Dort herrscht der krasseste Geldstolz, die Köpfe sind dumpf, beschränkt, düster. Da taucht nun auf einmal so ein Lichtkopf wie der Kirchner auf. In den Anfangstagen des Fußballs gab es neben der Viktoria-Vorgängerverein der Eintracht noch einen zweiten Vorgängerverein der Eintracht. Die Namenswahl der Gründerväter war allerdings verheerend. Sie haben den Verein Frankfurter Kickers genannt. Ja, allerdings hatten die Frankfurter Kickers eine Top-Fußballmannschaft, während die Viktoria gut organisiert war. Und die Frankfurter Kickers haben den erfolgreicheren Fußball gespielt. Und die wiederum haben ihr Weihnachtsfest, ihr jährliches Winterfest zu Weihnachten in der Frankfurter Freimaurerloge zur Einigkeit gemacht. Und wenn man sich die Frankfurter Freimaurerloge zur Einigkeit anschaut, dann sieht man, dass in der Frankfurter Loge zur Einigkeit auch Georg Hess und Johann Friedrich Christian Hess Mitglieder waren. Das waren die Architekten, die die Paulskirche gebaut haben. Also die Architekten der Paulskirche waren in der Einigkeit und die Kickers haben ab 1899 die Winterfeste in der Einigkeit gefeiert.
zu dem gewaltigen Preis von 120 Mark, den man jemals als Saalmiete zahlen musste. 1848. Und jetzt kommen wir wirklich zu einem Eintrachtler. Erste Versammlung in der Paulskirche. Und die Paulskirche bot sich in Frankfurt an. Es gab noch nicht im Herzen von Europa, es gab im Herzen von Deutschland. Frankfurt war ein zentraler Ort. Und die Anfrage für die Paulskirche kam von dem Frankfurter Rechtsanwalt Binding, der dem evangelischen Gemeindevorstand ein Schreiben übergeben hat und über die Bereitstellung der Paulskirche bat. Als sich am 18. Mai 1848 in der Paulskirche die Mitglieder des ersten gesamtdeutschen Parlaments versammelt haben, um über eine freiheitliche Verfassung und die Bildung eines deutschen Nationalstaats zu beraten, war einer der bekanntesten Abgeordneten Friedrich Ludwig Jahn, bekannt als der Turnvater Jahn. Friedrich Stolze, der bekannte Frankfurter Dichter und Journalist, hat diese Ereignisse aktiv begleitet. Er war kein Abgeordneter, aber er berichtete über die Arbeit der Frankfurter Nationalversammlung. Friedrich Stolzes Eltern hatten ganz in der Nähe ein Restaurant. Das war übrigens auch so ein Treffpunkt der Revolutionären eine Zeit lang. Und der Friedrich hat sich Zeit seines Lebens für die nationale Einigung Deutschlands eingesetzt, für demokratische und republikanisches Staatswesen. Er hat ein Jahr nach 1848, 1849 sein Büchlein mit den Freiheitsliedern veröffentlicht und sein Eintreten für die nationale Einheit Deutschlands, seine Forderungen nach Demokratie, haben ihm immer wieder Konflikte mit den Zensurbehörden eingebracht. Mehrfach wurde er wegen Pressvergehen, Majestäts-, Bismarck-Beleidigung zu Haftstrafen verurteilt, Geldstrafen verurteilt. Einer Gefängnisstrafe ist er aber immer aus dem Weg gegangen. Mit Friedrich Stolze haben wir jetzt erstmals einen, den wir bei der Eintracht wirklich nachweisen können. Friedrich Stolze war Mitglied in der Frankfurter Turngemeinde von 1861. Die Eintracht ist ja ein Konstrukt, also kein Konstrukt, ein Traditionsverein. Uiuiui. 1899 Viktoria gegründet, 1899 Kickers gegründet, 1911 zusammengetan, Frankfurter Fußballverein. Und 1920 hat sich der Frankfurter Fußballverein zusammengetan mit der Frankfurter Turngemeinde von 1861, die im Oederweg ihre Turnhalle hatte. Die Turngemeinde hatte am Ratsweg ein großes Sportstadion gekauft. Das war eine ehemalige Radrennbahn und das war damals auch schon so. Zu einem Turnerwettkampf kamen gerne 1.000, 2.000 Leute, aber wenn man so ein Stadion vollkriegen wollte, brauchte man eine Fußballmannschaft. Also hat die Turngemeinde geschaut nach einer Fußballmannschaft, die dieses Stadion vollmachen kann. Frankfurter Fußballverein hat sich beworben und so wurden 1920 aus dem Frankfurter Fußballverein und der Turngemeinde wurde dann die Frankfurter Turn- und Sportgemeinde Eintracht. Dieser Friedrich Stolze war schon seit 1861 Mitglied in der Frankfurter Turngemeinde. Er hat sie quasi nicht mitbegründet, kam aber relativ schnell nach der Gründung. Er hat für die Weihnachtsfeier der Turngemeinde hat er ein erstes Festspiel verfasst. Germanias Trost hieß das Ganze. Und Friedrich Stolze hat sogar seinen 70. Geburtstag in der Turnhalle im Oederweg gefeiert. In der Festschrift zum 50. Geburtstag wird darüber berichtet, dass es einen Fackelzug durch die Stadt gab, dass sich dann alle Stände Frankfurts beteiligt haben und die Feier fand dann in der Turngemeinde statt und ich zitiere, nachdem die Sänger einige Chöre vorgetragen hatten, bewegte sich der Zug nach unserer Turnhalle im Oederweg, wo zu Ehren des 70-Jährigen ein Kommers gefeiert wurde. Sein Platz war mit frischem Grün geziert und darüber prangte die lebensgroße Büste des Dichters. Hier im Kreise der Turngemeinde, die dem eifrigen Förderer und Verfechter der Turnsache in dankbarer Anerkennung seiner großen Treue vor nicht langer Zeit das Diplom der Ernennung zum Ehrenmitglied des Vereins überbracht hatte, hier wurden dem 70-jährigen, aber noch so jugendlichen Dichter die ersten Glückwünsche zu seinem Jubelfest von einer fröhlichen, begeisterten Verehrerschar dargebracht. Und ein Lorbeerkranz war das schlichte, aber sinnvolle äußere Zeichen der Verehrung, das die Turngemeinde ihrem Ehrenmitglied zollte. Heute ist der Friedrich Stolze, dessen journalistisches Werk und auch sein kritisches Werk weitaus umfangreicher ist als seine mundartliches Schaffen, aber vor allem als Lokalchronisten Erinnerung
und nicht als kritischer Chronist des 19. Jahrhunderts. Hängt vor allem auch mit seinem berühmten Frankfurt-Gedicht zusammen, das er 1880 geschrieben hat, anlässlich des Turnfests hier in Frankfurt. Und das sind die berühmten Zeilen: Es ist keine Stadt auf der weite Welt, die so mehr wie mein Frankfurt gefällt. Auch Friedrichs Sohn Adolf Stolze war Mitglied der Turngemeinde. Er wurde auch später Mitglied der Eintracht. Er wurde auch zum Ehrenmitglied ernannt. Und er war sogar kurze Zeit Vorsitzender der Turngemeinde und hat die Turngemeinde immer unterstützt und später auch die Eintracht immer unterstützt. Also Friedrich Stolze, der 1848 ganz nah dran war, war Mitglied der Eintracht. Und jetzt kommen wir zur Kunst am Bau. 1925, Friedrich Ebert gestorben. Der Frankfurter Magistrat beschloss am 2. März 1925, ihm ein Denkmal an der Paulskirchenfassade zu widmen. Damit wurde beauftragt der Bildhauer Richard Scheibe, der in nur 7 Tagen eine monumentale männliche Aktfigur aus Bronze entwarf, die in der östlichen Nische zwischen Turm und Kirchenhalle in 4 Metern Höhe an der Paulskirche angebracht wurde. Schlimm, die Figur war nackt. Gab einen großen Aufschrei. Damaliger Kirchenvorstand protestierte. Die sozialdemokratische Volksstimme antwortete am 28. Juli. Der Kirchenvorstand der Paulskirche, der sich bekanntlich seit langer Zeit schon als Parteifiliale der deutschnationalen und völkischen betrachtet, erdreistet sich in einem Schreiben an den Magistrat gegen die Aufstellung eines Ebert-Gedenksteins an der Paulskirche Stellung zu nehmen. Die Zeitung hat damals eher den Protest eher als politisch interpretiert. Auf die moralische Bedeutung eines nackten Mannes an der Kirche ist die Zeitung nicht eingegangen. Die Behörden haben sich aber durchgesetzt. Friedrich Ebert, die Statue, wurde an der Paulskirche am 11. August 1926 eingeweiht von Oberbürgermeister Ludwig Landmann und stand dann an der Paulskirche. Und dieser Künstler, Richard Scheibe, wo arbeitet er mittlerweile? Im Stadion. 1925 wurde das Stadion eröffnet und dieses Stadion, das wir heute kennen als ein Fußballstadion, war Mitte der 20er Jahre ein ganzer Sportpark und es sollte nicht nur dem sportlichen Vorankommen dienen, es sollte der Ertüchtigung von Körper und Geist dienen. Es gab also ein Schwimmbad, es gab eine Radrennbahn, es gab ein Tennisstadion, es gab das Stadion als solches, es gab eine Wintersporthalle, es gab aber auch ein Waldtheater für kulturelle Vorführungen und in der Tribüne des Stadions waren Künstlerateliers. Die Tribüne war nach innen hin einem antiken griechischen Theater nachempfunden. In der Tribüne war auch eine Bibliothek und der Richard Scheibe hat ab 1926 in der Haupttribüne des Stadions als Professor für das Frankfurter Städel gearbeitet. Er unterrichtete hier eine Bildhauerklasse. Ob er sich Fußballspiele angeschaut hat, das wissen wir nicht, aber er war zumindest mit seinem Künstler oder mit dem Künstleratelier direkt in der Haupttribüne des Frankfurter Stadions. Das Denkmal wurde 1933 nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten entfernt von der Paulskirche. In den 50er Jahren wurde es wieder aufgestellt mit der Aufschrift zum Gedächtnis an den ersten Reichspräsidenten Friedrich Ebert, wiederhergerichtet zu seinem 50. Todestag, 28. Februar 1950 von der Stadt Frankfurt. Richard Scheibe ist auch verstorben und er ist beerdigt auf dem Friedhof in Berlin-Schagendorf. Und auf dem Friedhof Berlin-Schagendorf liegt auch Emil Flassbart, Eintracht-Präsident von 1913 bis 1916. So, 100-Jahr-Feier, Diebesgut. Das ist eine Geschichte, die viele Zeitzeugen uns noch erzählt haben. Die Paulskirche wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört, nach dem Krieg stand eine Ruine da. Der Riederwald, das alte Stadion der Eintracht, das am Ratsweg war, ungefähr auf Höhe, wo heute der Metro-Großmarkt ist, Riederwald wurde auch zerstört. Die Turnhalle im Öderweg war ebenfalls zerstört, es standen am Ende noch 2 Zimmer von der Turnhalle, ansonsten war alles kaputt. Die Stadt beschloss, als
Zeichen des demokratischen Neubeginns, als erstes repräsentatives Gebäude hier in Frankfurt die Paulskirche wieder aufzubauen. Das war eine Herzenssache auch vom Oberbürgermeister Kolb. Und es gab sehr viel Proteste, weil die Bevölkerung gesagt hat, das kann doch nicht wahr sein. 90.000 Wohnungen fehlen uns, ganz viele Gebäude sind kaputt. Wir brauchen erstmal wieder eine Infrastruktur und baut doch nicht so ein repräsentatives Gebäude zuerst auf. Sorgt mir erstmal wieder für Wohnraum. Aber der Walter Kolb hat sich durchgesetzt und der Wiederaufbau der Paulskirche war so ein bisschen wie der Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche. Es gab Spenden aus ganz Deutschland und diese Spenden kamen nicht nur in Form von Geld, die kamen vor allem auch in Form von Baustoffen, weil man dringend Baustoffe brauchte, um das Gebäude wieder aufzubauen. Die Turngemeinde saß im Öder Weg vor den Trümmern ihrer Turnhalle und hat die nicht mehr zusammengekriegt. Es gab keine Baustoffe. Oberbürgermeister Walter Kolb war aber auch Mitglied in der Turngemeinde und so hat er irgendwann mal gesagt, als sie wieder gejammert haben, wir brauchen Baustoffe, um die Turnhalle aufzubauen, hat er gesagt, wenn ihr Baustoffe braucht, schaut doch mal in der Stadt, da gibt es eine Baustelle mit Baustoffen im Überfluss. Also, das war die Baustelle der Paulskirche. Und so sind die Turner der Eintracht mit Genehmigung des Oberbürgermeisters abends mit Schubkarren zur Baustelle der Paulskirche, haben Beton geholt, haben Holz geholt und haben Baustoffe geholt. Und deswegen können wir heute sagen, dass in der Turnhalle im Öder Weg eine ganze Menge Demokratie steckt und eine ganze Menge Paulskirche steckt. Also die Turnhalle im Öder Weg, ersten Aufbau wurde wieder mit den Baustoffen der Paulskirche gemacht. Und dann wurde die Paulskirche wieder eröffnet, 1948, 18. Mai 1948. Ich habe es ja selbstbewusst geschrieben, die Eintracht eröffnet die Paulskirche. So war es nun nicht. Aber es war wohl ein ähnlicher Euphorie wie bei einem Pokalsieg. Also die Stadt war voll mit Menschen. Es gibt da eine ganz tolle Live-Übertragung von dieser Eröffnung der Paulskirche, wie die Leute drücken. Und man brauchte 350 Polizisten, um die Massen auseinanderzuhalten, dass die nicht in dieses Gebäude reingedrängt sind. Die Begrüßungsrede hat der Oberbürgermeister Walter Kolb gesprochen. Die Festrede hielt der Schriftsteller Maler Fritz von Unruh. Der erlitt ja einen Schwächeanfall. Der Vortrag musste unterbrochen werden. Und zur feierlichen Eröffnung der Paulskirche 1948 gehörte auch ein Sternlauf. Der Sternlauf war eine Idee. Sportler aus ganz Deutschland laufen in einem Staffellauf in Richtung Paulskirche. Und am Ende kommen aus 7 Richtungen Sportler an und übergeben Köcher, die gefüllt waren mit Grußbotschaften aus ganz Deutschland. Die Idee des Sternlaufs stammte vom Valentin Reisdorf, Gründervater des Hessischen Leichtathletikverbands. Seit Anfang Februar hat man geplant, hat man gemacht. Aus der sowjetischen besetzten Zone durften die Sportler nicht kommen. Aus West-Berlin wurden die Sportler über den Korridor erstmal nach Westen geflogen und sind von da gelaufen. Und dann sind die Schlussläufer alle am Tag der Einweihung der Paulskirche über das Pfarrtor zur Paulskirche gekommen, sind in die Paulskirche gelaufen und haben dann dem Oberbürgermeister Kolb die Köcher mit den Grußbotschaften übergeben. Der erste Läufer, der ankam, war Werner Plath aus Berlin, dann kam die Flensburger Staffel, dann kam Marga Petersen, eine ganz erfolgreiche deutsche Meisterin aus Bremen, dann kam ein Leichtathlet im Trikot vom FC Nürnberg in die Paulskirche gelaufen und als letztes kam natürlich ein Eintrachtler, es waren sogar 2 Eintrachtler, die beiden Leichtathleten Heinz Ulzheimer und Friedel Pfeiffer sind zur Paulskirche gekommen und Heinz Ulzheimer durfte dann als letzter Sportler in die Paulskirche rein und hat Oberbürgermeister Kolb den Köcher übergeben. Hier sehen Sie es, mit einer Verbeugung kriegt Oberbürgermeister Kolb den Köcher. Heinz Ulzheimer war einer der ganz erfolgreichen Nachkriegssportler der Eintracht, Leichtathlet, hatte eine Tankstelle in der Hanauer Landstraße später und Heinz Ulzheimer hat bei den Olympischen Spielen 1952 in Helsinki die erste Medaille nach dem Krieg für Deutschland gewonnen. Das ist die 800-Meter-Lauf Olympische Spiele. Er hat noch eine zweite Bronzemedaille gewonnen, die kam dann im 4x400-Meter-Lauf. Eine der Medaillen liegt bei uns im Museum, können Sie sich gerne anschauen. Wenn Sie, ich hoffe, Sie sehen das,
Wenn Sie nachher an der Paulskirche vorbeigehen, schauen Sie mal an der Nordseite. Da hängt eine Gedenktafel, die für diesen Sternlauf, für den Staffellauf installiert wurde. Und da steht auch noch mal über die Teilnehmer. Die wurde, glaube ich, vom Landessportbund da installiert. Jetzt wieder eine Sache, die man auf den ersten Blick nicht mit der Eintracht in Verbindung bringt. Goethe. Seit 1927 wird der Goethe-Preis vergeben. Heutzutage entscheidet der Magistrat der Stadt Frankfurt auf Vorschlag des Kuratoriums. Alle drei Jahre seit 1948 die Paulskirche Ort für die Übergabe des Goethe-Preises. Wir haben bei den Geehrten geschaut, wir haben bei den Geehrten keinen Eintrachtler gefunden. Bisher hat noch kein Eintrachtler den Goethe-Preis gewonnen. Weder Grabi Holz noch Dr. Hammer. Obwohl ja da geschrieben wird in der Ehrenordnung, der Goethe-Preis kann einer Persönlichkeit verliehen werden, die durch ihr Schaffen bereits zur Geltung gelangt und deren schöpferisches Wirken einer dem Andenken Goethes gewidmeten Ehrung würdig ist. Da müssen wir nacharbeiten. Mal sehen, was passiert. Aber was auffällt, ist, dass Goethe auch mit der Eintracht es hatte. Also auch wenn es die Eintracht noch nicht gab, als Goethe gelebt hat, hat er es mit der Eintracht gehabt. Und als 1959 das Stadion eine Flutlichtanlage gekriegt hat, weil wir Deutscher Meister waren und Europapokal spielen durften, waren die Leute im dunklen Stadion. Und dann hat Oberbürgermeister Dr. Werner Bockelmann auf den Knopf gedrückt und hat gesagt, mehr Licht, die Goethe-Worte. Und dann ging das Licht an, also selbst bei der Eröffnung der Europapokalkarriere der Eintracht. Und ich will Sie jetzt damit nicht belästigen, aber wir haben mittlerweile in Goethes Gesamtwerk 11 Eintrachtbelege gefunden. Also Goethe hat die Eintracht 11-mal erwähnt, obwohl es sie noch gar nicht gibt. Ich möchte Ihnen nur einen Teil aus Die Leiden des jungen Werther vorlesen. Eintrag vom 10. September, da steht von Künstlerhand geschrieben. Lotte, sagte ich, indem ich ihr die Hand reichte und mir die Augen voll Tränen wurden. Wir werden uns wiedersehen, hier und dort wiedersehen. Ich konnte nicht weiterreden. Wilhelm, musste sie mich das fragen, da ich diesen ängstlichen Abschied im Herzen hatte. Und ob die lieben Abgeschiedenen von uns wissen, fuhr sie fort. Ob sie fühlen, wann uns wohlgeht, dass wir mit warmer Liebe uns ihrer erinnern. Oh, die Gestalt meiner Mutter schwebt immer um mich. Wenn ich am stillen Abend unter ihren Kindern, unter meinen Kindern sitze und sie um mich versammelt sind, wie sie um sie versammelt waren. Wenn ich dann mit einer sehenden Träne gen Himmel sehe und wünsche, dass sie hereinschauen könnte, einen Augenblick, wie ich mein Wort halte, dass ich ihr in der Stunde des Todes gab, die Mutter ihrer Kinder zu sein. Mit welcher Empfindung rufe ich aus? Verzeih mir's, Teuerste, wenn ich ihnen nicht bin, was du ihnen warst. Ach, tue ich doch alles, was ich kann. Sie sind doch gekleidet, genährt. Ach, und was mehr ist als das alles, gepflegt und geliebt. Könntest du unsere Eintracht sehen, liebe Heilige? Du würdest mit dem heißesten Danke den Gott verherrlicht, den du mit der letzten bittersten Träne um die Wohlfahrt deiner Kinder batest. Also, in den Leiden des jungen Werther ist die Eintracht drinne. Auch in Götz von Berlichingen taucht die Eintracht auf. Da sagt der Götz irgendwann, ich erinnere mich seiner, solange ich lebe, wie er uns liebkoste, unsere Eintracht lobte und den Menschen glücklich pries, der ein Zwillingsbruder seines Freundes wäre. Also Goethe hat mehrfach Eintracht gesagt, der Goethe-Preis müsste auch demnächst mit der Eintracht in Verbindung gebracht werden. Ich habe das Ganze unter das Titel Orange Chaos Tour mit Johann Wolfgang von Goethe gestellt, weil Sie sehen, unter seinem Gewand hat er einen orangenen Pullover und das ist wiederum ein Bezug vielleicht zur Fahrt nach Bordeaux, als alle Eintracht-Fans in Orange gefahren sind. Aber es gibt natürlich nicht nur positive Bezüge der Paulskirche zur Eintracht, es gibt auch negative. Ungeeignet für Public Viewing. Gestern vor einem Jahr haben wir in Sevilla gespielt, das Europapokalfinale. 50.000 Eintracht-Fans nach Sevilla gefahren, der Rest war hier. Im Stadion wurde ein Public Viewing gemacht. 55.000 Leute waren beim Public Viewing. Das Stadion war ausverkauft, dann hat man auf den Trainingsplätzen vorher noch Bildschirme aufgebaut, dann waren noch 5.000 Leute vor dem Stadion.
Jetzt, wenn wir am 3. Juni in Berlin spielen, sind wieder zu wenig Karten, gibt es im Stadion wieder ein Public Viewing. Diesmal lässt man bloß 25.000 Leute rein, weil am 2. Juni abends Herbert Grönemeyer spielt und man kriegt die Bühne nicht mehr so schnell weg. Also Public Viewing ist mittlerweile ganz üblich. Die Leute gehen gerne zusammen zu einem Fußballspielen, setzen sich hin, schauen sich auf dem großen Bildschirm an und feiern im Optimalfall zusammen, was nicht immer funktioniert, denn das erste Public Viewing in Frankfurt fand auf dem Paulsplatz direkt an der Paulskirche statt. Und die Haare werden sich Ihnen stellen. Es war 1992 beim Spiel in Rostock. 15.000 Leute, 12.000 Leute sind nach Rostock gefahren. Große Euphorie, die Eintracht soll deutscher Meister werden, zum ersten Mal nach 1959. Stadion in Rostock war ausverkauft, die Begeisterung war riesengroß und die Stadt hat gesagt, wir müssen was machen. Also hat man am Paulsplatz eine Leinwand aufgebaut. Die Fans kamen zu dieser Leinwand, haben sich das Spiel angeschaut. Das Ende ist bekannt. Es gab auch ein bisschen technische Probleme. Die Technik war damals noch nicht so weit. Die Sonne hat drauf gescheint, man hat nicht so viel gesehen, was ja auch manchmal ganz gut war. Und die Bäume auf dem Paulsplatz hatten alle schon Blätter, sodass auch viele irgendwie zwischen den Bäumen standen und nicht so viel gesehen haben. Man hat gehofft, dass man die zweite Meisterschaft nach 1959 feiern kann, aber es wurde der bitterste Moment der Vereinsgeschichte. Die Leute haben gesehen, wie Schiedsrichter Alfons Berg aus Konz den Elfmeter nicht gegeben hat. Sie haben gesehen, wie Sippel gegen den Pfosten schoss. Und sie haben gesehen, wie Rostock in der letzten Minute das 2:1 gemacht hat. Ralf Weber, das ist ein Bild aus dem Fernsehen, hat nach Schlusspfiff ganz und gar undemokratisch versucht, an den Schiedsrichter Alfons Berg zu gelangen, was glücklicherweise verhindert wurde. Im fernen Rostock ging eine Kamera zu Bruch. Ralf Weber hat nicht den Schiedsrichter getroffen, was er vorhatte. Er hat die Kamera eines Journalisten getroffen, die war kaputt. Frankfurt versank in Tränen. Trotzdem gab es am nächsten Tag hier am Römer einen Empfang und es wurde dann nicht der Meister gefeiert. Man nannte das damals der wahre deutsche Meister, was aber nicht viel gebracht hat. Die Spieler haben eine Medaille erhalten von der Stadt, auf der graviert war: Stark im Recht. Es war ein bitterer Tag und es war auch das einzige Public Viewing, das es direkt an der Paulskirche gab. Deswegen steht die Paulskirche manchmal ein bisschen im Schatten des Römers. Es gibt keinen Balkon, sonst könnte man hier die Eintracht feiern. Als 2018 der DFB-Pokalsieg gefeiert wurde, hat sich relativ schnell gezeigt, dass der Kaisersaal im Römer viel zu klein ist für die ganzen Leute, die rein wollten. Es gab eine strenge Sicherheitskontrolle. Manche Spieler, die noch draußen gefeiert haben, wurden nicht mehr reingelassen, weil man gesagt hat, die Kapazität ist überschritten. Auch im vergangenen Jahr war der Kaisersaal total überfüllt. Die Kolleginnen und Kollegen am Römer haben auch vergessen, die Alarmanlage und die Brandmeldeanlage auszumachen. Und als die Spieler auf den Balkon kamen, ging ja ein gewaltiges Feuerwerk los und der Rauch ist in den Römer gezogen. Und eine Dreiviertelstunde ging die Feuerbrandmeldeanlage des Römers nicht mehr aus. In der Paulskirche hätte man für so viele große Feiern viel mehr Platz, aber es fehlt der Balkon. Deswegen können wir weiterhin nicht in der Paulskirche feiern. Aber Paulskirche steht im Schatten. Aber auch mittlerweile, wenn 200.000-300.000 Leute in der Stadt sind, ist auch der Platz vor der Paulskirche voll. Und da wird dann zumindest ein Public Viewing aufgebaut. Aber da geht es ja um nichts mehr. Es ist dann nur noch, man sieht, was auf dem Römer passiert. Diese Römer-Empfänge haben eine große Tradition. 1959, als deutscher Meister, wurden die Eintracht am Römer empfangen. Da waren über 50.000 Leute hier. Es gab die Samstags Zeile gegenüber noch nicht, die standen bis hinter zum Dom. Es gab 1959 ein Beschwerden von Genossen, die gesagt haben, ihr könnt doch nicht Fußballer in den Kaisersaal lassen. Der Kaisersaal ist für die Hochkultur und jetzt kommen da Fußballer rein. Es hat sich aber letztlich durchgesetzt. Die Pokalsiege der Eintracht wurden am Römer gefeiert, auch zeitweise die Weltmeistertitel der deutschen Nationalmannschaft. Und der erste Römerempfang, das nur am Rande, hatte gar nichts mit der Eintracht zu tun. Der war 1922. 1922 fand hier in Frankfurt das erste Länderspiel statt. Das Stadion gab es noch gar nicht. Es gab am Riederwald, das ist Riederwaldstadion der Eintracht. Und das Spiel Deutschland gegen die Schweiz, Länderspiel, war das erste Länderspiel in Frankfurt und eines der ersten Nachkriegsländerspiele. Die Schweiz hat Deutschland immer die Hand gereicht und
Die Schweizer Nationalmannschaft kam vor diesem Spiel vormittags auf den Römer und der ganze Römerberg war voll mit Fans, die die Schweizer Nationalmannschaft begrüßt haben. Also vor dem Spiel standen die auf dem Balkon, haben gewunken und die Fans haben ihnen zugejubelt. Danach kommt doch noch die Paulskirche ins Spiel. Danach hat die Schweizer Nationalmannschaft eine Stadtrundfahrt durch die Stadt gemacht, hat auch die Paulskirche angeschaut und dann hat man Kaffee getrunken und dann ist man ins Stadion gegangen, um das Spiel zu spielen. Das wäre eine Sache, die es heute auch nicht gibt, dass man vor einem Spiel einen Empfang macht, eine Stadtrundfahrt und noch gemeinsam Kaffee trinkt, um dann ein Länderspiel zu absolvieren. Also ja, also eigentlich ist das eine gute Sache, aber wird heute leider nicht mehr so gehandhabt. Also keine Empfänge auf der Paulskirche, lernen von der Paulskirche, demokratische Werte. Die Paulskirche steht für demokratische Werte und ich weiß nicht, ob Sie erkennen können, was man da sieht. Das ist die Mitgliederversammlung der Frankfurter Eintracht 1988. Ralf Weber, den ich Ihnen auf dem letzten Bild gezeigt habe mit der Kamera und dem Schiedsrichter, das hatte nicht viel mit Diskurs zu tun. Und die Eintracht, die ja auch auf demokratische Grundwerte baut, hat auch immer wieder schlechte Erfahrungen gemacht. 14. November 1988, Mitgliederversammlung der Eintracht, hochemotional. Lajos Stetari, unser großer Star, hat uns verlassen. Es soll 18 Millionen D-Mark dafür kriegen. Wir haben zwar den DFB-Pokal gewonnen, aber der Verein ist im Umbruch, es gibt Unruhen und gegen 21 Uhr gibt es die Aussprachen bei der Mitgliederversammlung und ich zitiere jetzt gleich mal aus dem Rednerprotokoll, oder das wird immer geführt, ein Stenograf schreibt mit. 21 Uhr, Punkt 5, Aussprache über die Berichte. 886 Mitglieder sind noch anwesend. Karl-Heinz J. betritt als achter Redner mit einem Glas Bier das Podium. Karl-Heinz J. nimmt einen kräftigen Schluck, startet seine Rede, deren Transkription den Rahmen dieser Veranstaltung sprengen würde. Es geht, kurz gesagt, um Schatzmeister Knispel, Präsident Rudi Gramlich, Lajos Stetari, Eishockey, den Prinz von Grenada und weiteres. Auf Seite 68 des Protokolls, mittlerweile ist Karl-Heinz J. vom Versammlungsleiter Weintraut mehrfach aufgefordert worden, das Podium zu verlassen, was er jedes Mal galant überhört hat, dann geht es wie folgt. Weintraut, ich rufe als nächsten Redner Herrn Rolf W. auf. Karl-Heinz J., nein, nein, das geht nicht, dass unser Präsident oder Dings beantragt wird. Anhaltende, lebhafte Zurufe, aufhören, aufhören. Dann J wieder, dass der Manager Wolfgang Kraus nicht zu Wort kommt. Das ist doch keine Demokratie. Kritik. Laut anhaltende Sprechchöre, auf Wiedersehen. Ein Mitglied des Ordnungsdienstes begibt sich zum Rednerpult und spricht den Redner an. Geh da runter. Und Sie wissen, was kommt? Der Redner schlägt dem Ordner ins Gesicht. Stürmischer Widerspruch der Mehrheit der Anwesenden. Buhrufe, Pfiffe, lebhafte Pfui-Rufe, große Unruhe. Weintraut, das wird ein Nachspiel haben. Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Also bei einer Mitgliederversammlung der Eintracht geht ein Redner aufs Podium, geht nicht mehr runter und haut dann einen Ordner in die Palme im Palmengarten. Tragischerweise war der Ordner auch noch von der Boxabteilung und der war eigentlich immer sehr erfolgreich, wie er gesagt hat. Das hat er Zeit seines Lebens nicht verwunden, Freddy Wegner, weil er war eigentlich der Rocky von Niederrad und wurde nur bei so einer Sitzung in die Palme gehauen. Die Versammlung wurde abgebrochen, es wurde ein neuer Präsident, war schon gewählt. Es gab dann nochmal eine zweite Versammlung, da wurde dann diese Präsidentenwahl beendet. Karl-Heinz J. wurde aus dem Verein ausgeschlossen. Freddy, der Saalordner, war sauer. Man hat sich dann wieder versöhnt. Im Hessischen Rundfunk gab es dann eine Versöhnung zwischen den beiden. Und an diesem 15. November hat die Eintracht es mit diesem Auftritt sogar ins Heute-Journal geschafft. Ganz ohne Titelgewinn, aber das war der letzte Bericht des Heute-Journals. Die demokratischen Werte der Eintracht waren damals relativ überschaubar. Da hat sich aber in den vergangenen Jahren viel getan. Mittlerweile, das kriegen Sie mit, ist sich der Verein seiner gesellschaftspolitischen Verantwortung bewusst. Repräsentanten des Vereins setzen sich für demokratische Werte ein. Sie setzen sich ein gegen Ausgrenzung und Rassismus. Beste Beispiel dafür ist sicher Vereinspräsident Peter Fischer. Sie werden das mitgekriegt haben, der 2018 in der FAZ ein beeindruckendes Interview gab. Da hat er gesagt, dass eigentlich kein Wähler der AfD Mitglied der Eintracht sein kann. Der Blick ins Wahlprogramm der AfD und der Blick in die Satzung der Eintracht verhindert eigentlich, dass man ein Engagement bei beiden gleichzeitig macht.
Das hat Peter Fischer gesagt, dafür hat er sehr viel Anerkennung gekriegt, aber er kriegt bis heute viel Hass und Drohungen. Die Eintracht setzt sich weiterhin mit vielen Aktionen für diese demokratischen Werte ein. Man positioniert sich, man mischt sich ein und das alles mit diesen Ideen von 1848, die in der Paulskirche die erste Heimat fanden. Der Peter Fischer hat 2019 in der Paulskirche bei der Verleihung der Albert-Schweitzer-Medaille an Konstantin Wecker eine Laudatio gehalten. Und da hat er gesagt, der Sport steht für, wir sind alle gleich. Der Sport wehrt sich gegen die Menschen, die Antisemiten sind. Sport ist der Kleber, ist die Umarmung, um zu sagen, wir schaffen das gemeinsam, wir sind alle gleich. 19 Nationen in der Kabine eines Profiklubs zu erleben, ist etwas Fantastisches, was ich jedem wünschen würde, erleben zu können. Und damit hat Peter Fischer sicher recht, der Verein als ein Zusammenhalt verschiedener Nationen, verschiedener Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten ist eine ganz wichtige Sache, die von der Eintracht gelebt wird und die nicht nur im Fußball gelebt wird, sondern auch im ganzen Verein. Wir haben im Museum sehr viele Besucher. Wir machen Workshops mit jungen Leuten zum Thema Integration. Wir machen Workshops zum Thema Sport und Gewalt. Wir machen Workshops zum Thema Sport im Nationalsozialismus. Und diese Bildungsarbeit funktioniert richtig gut über diese ganzen Emotionen. Ich habe Ihnen eben erzählt vom Römer, wenn die Leute den Pokalsieg feiern, diese Emotionen, auch Rostock, jeder ist mit der Eintracht oder viele Menschen sind mit dem Fußball, mit dem Sport, mit den Vereinen verbunden. Und über diese Emotionen ist es sehr einfach, auch an junge Leute reinzukommen, weil die kommen erstmal mit einer großen Begeisterung für den DFB-Pokal. Aber dann in die Geschichte zu schauen, und das waren jetzt ja also Freimaurerloge zur Einigkeit, Goethe, das sind ja nur Sachen, die im weitesten Sinne Vereinsgeschichte sind. Aber über die Begeisterung für den Sport, für die Eintracht, kommt man an junge Leute ran und kann junge Leute mit Sachen konfrontieren und an Themen arbeiten lassen, was bei der Eintracht sehr, sehr gut funktioniert und was die Leute auch anspricht. Wir hatten in der vergangenen Woche, vielleicht haben Sie es gelesen, eine Stolpersteinverlegung für den Schlappeschneider, die großen Sponsoren der Eintracht in den 20er Jahren, die in der Mainzer Landstraße eine Hausschuhfabrik hatten. Sie waren jüdischen Glaubens, sind dann nach 1938 geflohen, nach England, Amerika, und haben den Krieg überlebt, und wir haben jetzt in der vergangenen Woche für die Inhaber der Firma Schlappeschneider und für die Firma einen Stolperstein verlegt. Und da kam der Enkel von Fritz Adler, der Erik Adler, kam aus den Niederlanden zu dieser Stolpersteinverlegung dazu. Man merkt, dass die Tradition, also die Begeisterung, die der Opa für die Eintracht hatte, der Opa hat den Erik 6, 7, 8 Jahre kennengelernt, aber diese Begeisterung wird übergeben und mit dieser Begeisterung kann man leben, kann man sehr gut arbeiten. Viele Leute kommen, wenn wir Veranstaltungen machen und es sind Zeitzeugen da, kommen die Fans, unterhalten sich mit den Angehörigen. Die Angehörigen freuen sich über die Würdigung, die waren dann auch beim Spiel, haben sich das Spiel gegen Mainz angeschaut, und das ist eine wichtige Sache der Verständigung, des Redens und des Verstehens. Und als ein Beispiel ist in Erinnerung Hugo Reis, auch ein Schatzmeister von der Eintracht. Der war auch bei der Firma Schlappeschneider, er war Prokurist bei denen. Hugo Reis er war auch Jude, ist geflohen nach Chile, hat aus Chile noch versucht, seine Eltern auch nach Chile zu holen, was nicht mehr funktioniert hatte. Seine Eltern wurden in ein Judenhaus gebracht, wurden deportiert und umgebracht. Und Hugo Reis hat seit seines Lebens gesagt, er geht nie mehr nach Deutschland zurück. Ich gehe nie mehr nach Deutschland zurück. Ich will da nicht mehr hin, wo man mich so schlecht behandelt hat, wo man meine Familie umgebracht hat, wo man die Firma mir weggenommen hat, da will ich nicht mehr hin. Aber Hugo Reis hat jeden Sonntag in Frankfurt angerufen, hat gefragt, wie hat denn die Eintracht gespielt? Also dem Land verzeiht man nicht, aber dem Verein verzeiht man. Und diese Kontakte, die da zustande kommen, sind sehr beeindruckend. Als letztes möchte ich Ihnen da den Film ans Herz legen, den sicher viele von Ihnen schon gesehen haben, über Sonny, der leider jetzt im Frühjahr verstorben ist, Helmut Sonneberg. Das war auch so ein Verbinder, der als Eintracht-Fan 1959 in Berlin war, der allen Blödsinn mitgemacht hat.
Er hat mir selbst gesagt, ich bin ein Blödschwätzer. Also er hat eigentlich immer nur geschimpft über die Eintracht. Er hat permanent geschimpft über die Eintracht und hat nie darüber gesprochen, dass er als Kind noch nach Theresienstadt deportiert wurde. Er ist 2019 mit uns nach Theresienstadt gefahren. Wir haben eine Bildungsreise gemacht über 5 Tage. Das war für alle Teilnehmer so beeindruckend, wie Sonny auf einmal dieser Sonnenschein, der immer lustige Sachen erzählt, auf einmal auch richtig schwere Themen angesprochen hat und über seine Angst berichtet hat, dass die Leute bis heute sich noch regelmäßig treffen. Helmut hat dann auch da das erste Mal so richtig darüber gesprochen, über die Verfolgung. Und er hat in den letzten, seit 2019 bei uns im Museum alle 2 Wochen vor einer Schulklasse gesprochen. Und das Beeindruckende war, dass sie einfach da einen lebensfrohen Menschen hatten. Sie hatten einen ganz lebensfrohen Menschen, der nur Fußball im Kopf hatte, der auch seine Macken hatte, aber der Kindern ganz beeindruckend vermitteln konnte, dass er irgendwie, der ja auch ein Eintrachtler ist wie sie, von 1938 bis 1945 einfach nicht aus dem Haus gehen durfte. Er durfte nicht aus dem Haus gehen und wenn er mal ins Kino ging, musste er sich seinen Sakko über den Judenstern machen, dann ist er hingeschlichen und die Eltern haben daheim gesessen, haben gedacht, oh Gott, hoffentlich kommt er zurück. Das hat er ganz toll gemacht. Leider ist er im Frühjahr verstorben, aber Sonny hat viele Interviews gegeben und wir werden ihn weiter in Erinnerung behalten und wir werden auch seine Erinnerungen weitergeben und diese Geschichtserinnerung kann man in einem Sportverein ganz, ganz toll machen, mit der Begeisterung der Leute. So, das waren die Bezüge der Eintracht zur Paulskirche, zur Demokratie. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne Fragen stellen. Wenn Sie ein Foto mit dem DFB-Pokal machen wollen, können Sie ein Foto mit dem DFB-Pokal machen. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen angenehmen Abend. Dankeschön. Ja, ganz herzlichen Dank, Matthias Thoma, für diesen sehr schönen, sehr kurzweiligen Vortrag mit durchaus auch ernstem Anspruch. Wenn ich es recht überblicke, haben die Evangelische Akademie und die Eintracht bzw. das Eintrachtmuseum 2 Sachen gemeinsam. Beide setzen sie sich für Demokratie ein, wie wir gehört haben. Und beide haben einen Förderverein, also ein bisschen Werbung am Schluss, weil beide würden sich freuen über weitere Mitglieder im Förderverein. Und ansonsten, Matthias Thoma hat es schon gesagt, jetzt haben Sie noch Gelegenheit, mit ihm direkt ins Gespräch zu kommen, sich davon zu überzeugen, dass der Pokal, den die Eintracht geholt hat, ein Original ist und keine Attrappe. Und Fotos dürfen auch gemacht werden. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ganz kurz, das Original des Pokals kommt erst wieder ab Juni nach Frankfurt, hoffentlich. Es ist ein Replika und Sie sehen auch, es ist eine kleine Beule drin, die stammt von unserem Vorstandsvorsitzenden, der damit in Amerika war und ihn irgendwie fallen gelassen hat. Das Replika ist immer minimal kleiner. Er ist 80 bis 90% der Originalgröße, also machen Sie gerne ein Foto und ziehen Sie es 20% größer, dann haben Sie die Originalgröße, die Sie hoffentlich ab Juni sehen. Dankeschön.